Das hier schon hat gerade einen Fall geschlagen. Uli ist gerade gestorben. Ist der reingelaufen? Ich denke das. Musik wie bei Terminator. Keine Muni mehr. Was tust du denn? Weißt du, wenn man sich einer Vision verschrieben hat, ist alles möglich. Du bist ein Naturtalent. Diese Weicheier in Hollywood könnten so einiges von dir lernen. Ach, halt diese Wildheit, die du gezeigt hast. Intensiv. Oh, Guy hat sich dabei eingeschissen, aber gut so. Endlich kann Guy seine Magie über den ganzen Film spritzen. Blood Dragon 3 wird ein Meisterwerk. Ganz ehrlich, das muss er aber auch. Guy kann nicht mehr länger an ein bisschen rot war sie. Arbeiten. Lieber klemmt er sich die Eier in einer Schraubzwänge ein. Ich habe mir gerade selbst in die Luft gesprengt. Ich hoffe, keiner geht. Konsistenz und Spielermotivation und Glaubwürdigkeit anzuhören. Dann lieber Freitod. Ich schwör's. Oh, was das ist vorhin war ernst gemeint. Geschlossenes Set. Verpiss dich mal hier. Blöder Wichser. Hab ich's gesagt? Mich einmal täuschen, aber ein zweites Mal falle ich nicht auf dich rein. Keiner von uns ist perfekt. La 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 la. Hat keiner gesehen. La la la. Hab ich auch nicht. Gut so. La la la. Ich guck grad meinen Stream. Das sieht man nicht mehr. Narren dachte, dass wir einander vertrauen. Du hast den einen Typen getötet? Nein. Vielleicht ein bisschen. Ich habe ihn ja wiederbelebt. Ich habe die Deko zersprengt und dann habe ich ihn. Wer redet denn da? Wenn wir vielleicht. Nein, vorher muss ich wohin? Sind da. Ich brauche Waffen.
bringen wir dahin? Wieder und? Überall hin, wo du willst. Da, wo ich mit es keine Einmischung. Oder dann leider auch die Autos in die Luft gesprengt, außer den Traktor. Da oben ist eins. In Richtung Markierung. Wo Leute sind. Das ist der Wille des Vaters. Habe ich die falsche Waffe wieder weggeworfen? Die Musik ist gerade so überzogen, oder? Ja, so aller hier. Terminator. Ja. Jetzt tun wir, dass Mr. Schwarzenegger höchstens zählt. Oh nee, bitte, kommt. Die bräuchte ich jetzt nicht wirklich, gell? Der Hand. Ja, Hand. Wir werden alle sterben. Ich hoffe doch. Wieso alle sterben? Suicide Squad. Wie ich jetzt aufs Auto gekommen bin, weiß ich auch nicht. Folgst du Faith, wirst du bezahlen. Schlimmer, bevor es besser wird. Wir wussten, dass die Sekte hier abgeschrieben aus dem Flugzeug fliegen sind. Ich hab's gefunden, auf dem Gelände des alten Jugendlagers. Wir müssen es ihnen abnehmen. Ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Hört das? Ach, das habe ich schon. Können dahin, wo ich markiert habe. Er hat mir da was gezeigt. Wer hat dir was gezeigt? Ja, was Gelbes. Ja, 1000. Das. Also 300 haben wir was zum Wegsprengen und in 1000 irgendwas haben wir was zum. Gut, dann gehen. Total. Musik nervt so dermaßen. Ist hier was zum Beflüchten oder? Das mit dem Kletterhaken war wohl ein bisschen buggy, oder? Genau. Keine unschuldigen Zivilisten! Das hat sich wieder jemand weggewichst, Schatz.
Ja. Ich bin daneben gestanden. Ja und? Ah, Wahnsinn. Vielleicht hättest du dich ja auch weggewichst. Hier, das Lavendel hat's überlebt. Ja, klar. So, jetzt tut noch mir deins. Leid, ich wollte sie nicht töten, aber ich habe auf sie geschossen. Läuft irgendein Vielfraß dahinter unser Bruno und hinter Bruno zwei Geist, Böcke. Drehböcke. Ja. Falsche Richtung, weil es müsste hier. Die Böcke als erster. Dann das Vielfraß und dann Bruno. Da unten sind welche. Wo? Was meinst du mit welche? Eine Geisel. Das ist ganz schön theatralisch gestorben, oder? Was schreibt denn da drüber? Was war denn jetzt das? Die Geisel war ein Hase. Das war super. Dum-dum-da-dum-dum. Da läuft was auf mich zu. Ist das kein Auto? Ich glaube, das ist da, wo ich den Elch getötet habe, irgendwo in der Nähe. Okay, das ist ein Freund. Wie ich das ganze Spiel über eigentlich nur mit einem MG rumrenne. Es ist ein LMG, also ein leichtes Maschinengewehr, aber es ist ein MG. Der Typ, den du begegnet bist, war ein Wolf. Ja, vorher war ein Mensch. Ja. Dann ist er mir vorbeigegangen. Ja, und dann wurde er zum Wolf und rannte auf mich zu. A Wolf. Warum ist hier kein Auto? Oh, hi Carter, hi. Schau mal, Auto, das ist lustig da. Was kannst? Außenposten markieren. Ich hab eigentlich. Moment, ich guck mal. Jetzt! Wo ist denn das? Außenmarkierung? Jetzt ja. Ja, die machen viel Spaß, aber es ist vollkommen übertrieben. Du bist so hübsch.
Tschüss, Manatee! Da bist du beradet! Da müssen wir vielleicht hin! Was doch alles? Was ist denn? Ich bin da weggespawnt. Geronimo, da kann man springen! Yeah! Hund? Ja. Nein. Er sagt ja gar nichts mehr. Er war halt im Weg jetzt. Er war halt im Weg. Er war die Geisel. Er war halt im Weg. Pech hier gerne so. Stopp. Ja, noch hat uns keiner gesehen. Ja, Bruno hat uns verraten. Das ist aber volle Kanne, wie man drüber getrampelt, ey. Und tot. Bruno! Hallo, Bruno? Hilfe rückt von Westen her an! Ja, wohin denn? Yay! Yippie-ki-yay! Yippie-yay, Schweinebacke. Ja, wir sind toll. Das Feld an, was ich auch angezündet. Achso, nee, das war ein anderes Feld.
Jawohl. Von einer Droge zur nächsten. Was läuft denn da? Was läuft denn hier? Nix. Ich könnte echt deine Hilfe brauchen. Ich kenne kaum einen von hier, der als Kind nicht mindestens einen Sommer im Sacred Skies Ferienlager war. Ist eine ziemlich altmodische Anlage. Und dann kam Eden's Gate und verwandelte alles in ein einziges Horrorhaus. Aber wenigstens kann die Sekte hier keine Drogen mehr herstellen. Danke, Rookie. Ich habe 5 neue Orte entdeckt. Toll. Das zum Leben. Hört das Wort, das habe ich schon. Dieser Scheiß hört auf, wenn du Faith aufhältst. Da unten! Gute Arbeit am Lager übrigens. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt's einen gefährlichen Puma. Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll ein Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen. Aber die kamen nicht zurück. Sind wahrscheinlich tot. Ich sehe dich im Hintergrund. Dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, sie ist super gefährlich und absolut. Er schießt denn da? Mann! Das ist zum Lesen da drin. Ja, ist okay, ich war gerade mit ihm am Reden. Mach mal Sendepause, ja? Wo ist denn hier das Lesen? Ja. Sektennotiz. Gott hat diese christlichen Was Camper an diesem... Gott hat diese christlichen Camper an diesen Ort geschickt, um den Boden zu weihen. Vor all diesen Jahren lebten hier Kinder. Sie schliefen hier... Insekten. Sie schliefen hier und priesen Gott in ihren Liedern und schenken dem Boden der Welt die auf diese Weise Kraft. Ich würde meine Seele verwetten. Wir waren schon immer dazu ausersehen, hier unsere Saat auszubringen. Vergesst das nicht, bewacht dieses Land, als wäre es einer der Ecksteine Eden selbst. Was tust du da? Ein Hubschrauber. Ah. Da war ein Hubschrauber. Ich bring Hudson. Was sollen wir Schönes machen, Schatz? Portona. Was? Portona, sag ich gesagt. Wo, weiß nicht, nächste Mission? Macht der da hinten einen fettigen Baum? Was macht der? Egal. Ach, der Wahnsinnige hier auf dieser Insel. In dieser Insel, ja, ist schon gut. Hinter dir ist ein Hubschrauber. Ich hätte da einen Außenposten, irgendwo einen Hubschrauber. Ich könnte den Hubschrauber. Nee, ich will hier mit dem Pfeil fahren. Da. Ich wollte sagen, ich könnte ein Hubschrauber bohren spawnen lassen. Der Hubschrauber. Das kannst du mit dem Reden sagen. Oh Gott, Auto. Oh Gott. Ständig so Clips machen wie heute auf Insta. Ja. Permanent. Mhm. Ein Bär! We're in control.